Das Gebet des Herrn oder das Vaterunser ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Texte im ganzen Neuen Testament, wenn nicht in der ganzen Bibel. Auf jeden Fall werden es die Worte sein, die die meisten Menschen auf der Welt auswendig kennen. In den Versen vor dem Vaterunser haben wir von Matthäus erfahren, wie wichtig es ihm ist, dass Wort und Tat zusammengehalten werden. Gebet ist für ihn Ziel und Quelle allen christlichen Handelns. Das Gebet zum Vater ist etwas Geheimnisvolles, ein Geschenk, das Freude macht. Dieses Gebet ist an zwei Stellen überliefert. Lukas kennt es mit 5 Bitten und Matthäus mit 7 Bitten. Beide haben ganz zentral die Bitte um das Brot. Bei Matthäus hören wir in den ersten 3 Bitten die Anliegen Gottes. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Anliegen Gottes sollen dort erbeten werden. Und danach geht es um die Anliegen der Menschen. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen und als erstes vergib uns unsere Schuld. Wenn wir diese Worte im Einzelnen durchgehen, so stocken wir als erstes bei dem Namen. Aber das ist eine ganz persönliche Anrede. Sie kommt aus dem Familienleben. Kinder haben ihre Väter so angesprochen. Manche übersetzen das mit Papi. Das ist sehr treffend, aber ein bisschen zu kuschelig, denn auch ehrwürdige alte Männer konnten so benannt werden, wenn man ihren seinen Respekt für sie zum Ausdruck bringen wollte. Unser Vater. Dort steht nicht mein Vater. Das ist ein Unterschied. Wer zum Vater im Himmel betet, der erkennt nicht nur, dass er ein Kind Gottes ist, sondern dass er ein Kind Gottes ist und neben ihm unzählige Schwestern und Brüder. Das Gebet zum Vater erkennt an, dass ich Gott nie für mich persönlich gepachtet habe. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes, den kannten alle aus dem Alten Testament. Jahweh, so hat er sich einmal vorgestellt. Ich bin der, der ich bin da heißt. Das ist mein Name. Ich lass dich nicht im Stich. Dieser Name soll geheiligt werden. Etwas zu heiligen ist das Kontrastprogramm zu allem Profanen, an dem man irgendwie belanglos vorbeigehen könnte. An etwas Heiligem bleibe ich stehen. Es verschlägt mir die Sprache. Ich staune. Dein Name werde geheiligt. An wen richtet sich dieser Appell eigentlich? An Gott? Soll Gott dafür Sorge tragen, dass sein Name noch möglichst viele Menschen ins Staunen versetzt? Oder ist es ein Appell an die Leute, die diese Worte sprechen? Ich möchte deinen Namen nicht missbrauchen für meine eigenen Anliegen, sondern wenn ich deinen Namen ausspreche, dann sollen Menschen und ich selber möchte ins Staunen geraten. Dein Reich komme, lesen wir als nächstes. Das Reich Gottes und diese Welt, sie sind offensichtlich unterschiedliche Dinge. Vielleicht ist das Reich Gottes etwas, was über unserer Welt stattfindet und hier und dort leuchtet uns etwas davon ein. Dann meint diese Bitte, komm uns noch näher mit deinem Reich. Oder das Reich Gottes ist etwas, was einmal irgendwann da sein wird. Und Jesus erinnert uns daran, es ist aber hier und da schon da. Dann bedeutet diese Bitte, komm uns bitte etwas schneller entgegen. Auch hier ist nicht ganz klar, an wen richtet sich dieser Appell eigentlich. Möchte er Gott bewegen, komm uns etwas näher, komm uns etwas schneller entgegen? Oder richtet sich der Appell auch hier an die Beter, die erkannt haben, wie sehr Gottes Reich in dieser Welt Raum hat, hängt auch davon ab, wie ich mich dafür einsetze. Nur sollten wir dabei nicht vergessen, dass Gottes Reich in der gesamten Bibel nicht gebaut wird. Es hängt also nie an dem Tun der Menschen, sondern es bricht herein, es wächst auf, es zeigt sich. Es ist etwas, was unserem Tun enthoben ist und gleichzeitig werden Menschen ständig aufgefordert, sich nach Kraft dafür einzusetzen. Dein Wille geschehe. Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit seinem Reich. Und auch hier wissen wir nicht, an wen sich dieser Appell eigentlich richtet. Soll Gott dafür Sorge tragen, dass von seinen Ideen für diese Welt noch mehr zur Wirklichkeit kommt? Oder ist es wieder vielleicht der Appell an die Menschen, die das beten?
Augustin hat einmal gesagt, liebe Gott und dann tue, was du willst. Dann wäre dieses Gebet der Wunsch, dass mein Wille und Gottes Wille immer mehr zusammenpassen. Das Ganze soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Es scheint eine unglaubliche Spannung zwischen diesen beiden Begriffen zu sein. Und diese Worte sind der Versuch, diese Spannung irgendwie zusammenzuhalten. Was im Himmel sicher ist, das soll sich auch auf der Erde ereignen. Darum bitten wir. Ganz zentral ist die Bitte um das Brot. Und dort hat es die meisten Variationen in der Auslegung gegeben. Was ist mit diesem Brot eigentlich gemeint? Meint es Brot zum Essen und zum Kauen oder meint es geistliche Nahrung im übertragenen Sinne? Meint es mein Brot von heute oder meint es das Brot von morgen? Wenn das Brot von morgen gemeint ist, meint es mein Morgen oder meint es Gottes Morgen, die Ewigkeit? Ich möchte kurz einige Deutungen anreißen um diese Verse. Menschen haben zum Beispiel gedacht, damit ist das Brot im Abendmahl gemeint. Dann hören wir dort, versorge unsere Seele, unser Innerstes mit dem, was wir zum Leben brauchen. Gib uns die Arznei, die wir brauchen, damit unsere Seele gesund bleibt oder gesund wird, wo sie es nötig hat. Oder Menschen haben an reelles Brot zum Essen gedacht. Das waren meistens solche, die enormen Hunger hatten. Bitte gib mir einfach nur genügend zu essen. Und in diesem Sinne kann das Brot auch stehen für alles, was ich zum Leben brauche. Nahrung, ein Dach überm Kopf, Frieden, Familie, Freunde, vielleicht auch Bildung. Es war auch die Frage, was ist gemeint, das heutige Brot oder das Brot von morgen? Beim heutigen Brot dachten viele Menschen wieder an die Wüstenwanderung, als Gott sein Volk jeden Tag mit Manna ausgerüstet hat. Und er hat gesagt, ihr sollt euch keine Vorräte anlegen. Ich werde euch morgen wieder mit genügend für den morgigen Tag versorgen. Dann steht dahinter die Gewissheit, Gott denkt an dich jeden Tag neu. Und seine Zuwendung, die gibt's nicht in der XXL-Familienpackung, sondern jeden Tag neu erweist sich seine Güte und sein Vertrauen lässt dich auch morgen nicht im Stich. Oder meint das Brot von morgen das Brot, was ein Tagelöhner brauchte? In der Zeit gab es viele Tagelöhner und die Bitte, unser morgiges Brot gib uns heute, ist dann die Bitte danach, gib mir so viel, dass ich ruhig schlafen kann. Gib mir gerade so viel, dass mich heute Nacht nicht die Ängste und die Sorgen quälen, sondern dass ich Frieden finde in deiner Fürsorge. Oder meint das Brot das Himmelsbrot, was irgendwann auf uns wartet? Irgendwann werden wir bei Gott sein. Und dann meint diese Bitte vielleicht, lass mich schon jetzt etwas von deinem Reich schmecken. Lass mich schon jetzt spüren, wie es ist, ganz in deiner Nähe zu sein. Welche Deutung ist die richtige? Vielleicht gibt es gar nicht die eine richtige oder falsche, sondern wir dürfen entdecken, diese Worte sind so reich, wie die Menschen und ihre Situation, die sie lesen, die sie beten, in denen sie sich betend bewegen. Diese Worte klingen so, als wenn Jesus sagen will, wenn ihr diese Worte betet, dann könnt ihr die ganzen Spannungen, die das Leben mit sich bringt, aushalten. Sie sind Gabe und Aufgabe zugleich. Sie sind Zuspruch und Anspruch. Sie sind Geschenk und auch Auftrag. Sie spannen sich um Himmel und Erde und halten dieses beides zusammen. Und wer diese Worte betet, der ist irgendwo aufgespannt zwischen Himmel und Erde und er darf wissen, ich werde da nicht zerreißen. Diese Worte, sie erden denjenigen, der im Schwärmen abgehoben ist und sie beflügeln denjenigen, der als kühler Rationalist von dieser Welt nicht mehr erwartet, als Menschen bringen können. Dieses Gebet hilft Menschen, in dieser Spannung fröhlich zu glauben und tapfer zu leben.